So, herzlich willkommen, einen schönen guten Abend, liebe Teilnehmer. Herzlich willkommen zum DZ-Bank-Webinar Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ich bin Christoph Kraus, wie immer am Montag 19 Uhr. Schön, dass Sie auch heute wieder so zahlreich erschienen sind bei der Marktanalyse und Trading 2.0 mit den Analysten und mit erfahrenen Analysten von der Trading-Gruppe. Und heute haben wir die geballte Manpower mit dabei. Markus Landau ist dabei, Ingmar Königshofen und der Stefan Feuerstein, René Wolfram ist heute leider krank, aber das soll uns im Ablauf nicht behindern. Der Ingmar wird seinen Part für heute übernehmen. Und bevor es losgeht, schauen wir uns dann noch kurz die Agenda an. Und zwar geht es heute los mit dem Rückblick und dem Ingmar, der schaut nochmal auf die vergangenen Webinare zurück und dann analysieren wir heute das WTI, den DAX und das Währungspaar britische Pfund und US-Dollar. Dann wird der Markus Landau mit ein paar Trading-Strategien zu den Basiswerten sprechen, beziehungsweise als vierten Punkt sehen Sie dann die Fragen. Wie immer, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns. Wir freuen uns, wenn Sie rege teilnehmen an unserem Webinar. Und sollten wir die Fragen heute nicht beantworten können, dann machen wir es natürlich morgen im Laufe des Tages. Und dann per E-Mail. So, und rechtliche Hinweise, die Folie kennen Sie, aber ich lese sie immer wieder gerne vor, beziehungsweise ich muss sie vorlesen. Unser Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrungen in Hebelprodukten. Die Produkthinweise, die wir hier zeigen, dienen lediglich zu Demonstrationszwecken und wir können keine Anlageberatung natürlich übernehmen. Des Weiteren, Hebelprodukte beinhalten ein hohes Risiko, beziehungsweise auch ein Totalverlustrisiko. Sowie sollten Sie dann auch das Risiko des Emittenten, also das Ausfallrisiko des Emittenten beachten, in dem Fall das der DZ-Bank. So viel dazu. Jetzt geht es dann auch schon gleich los mit dem Rückblick und dem Ingmar. Und da wünsche ich uns jetzt für die restlichen 58 Minuten, ungefähr 60 Minuten, je nachdem, wie wir heute durchkommen, wünsche ich uns viel Spaß und dann darf ich den Ingmar jetzt begrüßen. Ja, vielen Dank, Christoph. Servus auch in die Runde von mir. Ich freue mich, dass wir heute Abend wieder mit dabei sind. Kleiner Hinweis vorweg. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Es könnte sein, dass es heute ein bisschen halt. Ich bin gerade am Wochenende umgezogen in eine neue Wohnung und das Büro ist noch nicht komplett eingerichtet. Mein Schreibtisch steht schon, die verschiedenen Bildschirme. Aber ansonsten ist noch nicht so viel da. Von daher hoffe ich, dass es einigermaßen funktioniert. Ansonsten gerne mal einen Hinweis auch geben, damit ich weiß, vor allem auch bei den nächsten Webinaren, ob ich da das ein oder andere anpassen muss, damit Sie mich noch besser verstehen. Dann natürlich noch viele Grüße vom René, soll ich sagen. Christoph hat schon gesagt, er ist leider krank, Grippe oder einen grippalen Infekt und hat gar keine Stimme mehr. Hat am Wochenende ein Seminar und hat da seine Stimme dann auch dann ganz verloren. Zunächst, von daher werden wir heute ohne ihn auskommen müssen. Soll, wie gesagt, viele Grüße bestellen. Und eins vorweg, bevor wir dann noch starten. Ich glaube, mir ist eins klar geworden, die Deutsche Telekom, ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen damit sind, aber nach meinem Umzug habe ich gemerkt, ich glaube, langsam ist es dann doch wieder ein Short-Kandidat. Ich sollte eigentlich am Freitag, sollte Techniker vorbeikommen und hier mein Internet verlegen bzw. anschalten. Der kam einfach nicht, hat sich auch nicht gemeldet und gar nichts. Und man sitzt ja dann so schön zu Hause. Ich habe nun mal den Vorteil, dass ich Homeoffice habe, dann kann ich auch warten. Aber ansonsten ist es natürlich eine absolute Frechheit, finde ich zumindest, dass man hier stundenlang wartet und es kommt einfach niemand und sagt auch nichts Bescheid, sagt auch keiner Bescheid. Dann sollte ich heute ein Ersatzgerät bekommen. Das kam dann auch nicht an. Jetzt habe ich das WLAN von meinem Nachbarn bekommen, zu glücklicherweise. Und nach etwas Stress und Hektik bin ich froh, dass es jetzt überhaupt funktioniert. Aber an sich glaube ich, sollte man die Telekom, Stefan, vielleicht kannst du später was dazu sagen, wie es charttechnisch aussieht, aber wenn ich mir das so angucke, wie das läuft, ist das für mich ja schon fast ein sehr guter Short-Kandidat. So, wollen wir dann aber loslegen mit dem Rückblick, beziehungsweise bevor ich damit anfange, es gibt ja immer wieder neue Teilnehmer, die dazustoßen zu diesem Webinar, die wir natürlich auch herzlich willkommen heißen. Und bevor ich also zum Rückblick komme, möchte ich ganz kurz nochmal in zwei Slides darauf eingehen, wie wir genau bei der Trading-Gruppe arbeiten. Sie kennen ja viele Charttechniker wahrscheinlich, die im Netz unterwegs sind, viele Börsenbriefe, die mit Charttechnik oder nur mit Charttechnik sich befassen. Was wir machen, wir nutzen halt nicht nur die Charttechnik für unsere Auswahl der Trades,
sondern wir haben verschiedene Vorfilter, die wir zuerst bemühen, um uns zu zeigen, ob ein Markt eher auf der Long- oder auf der Short-Seite interessant wird. Erst wenn diese Vorfilter uns anzeigen, ein Markt ist auf der, sagen wir mal, auf der Long-Seite interessant, dann erst nutzen wir die Charttechnik, schauen nach passenden Einstiegsmarken und schlussendlich, wenn wir einen passenden Einstiegsmarke gefunden haben, erst dann kommen wir zur Produktauswahl und erst dann kommt es zum Trade. Produktauswahl, denken die meisten wahrscheinlich auch, okay, ist ja relativ einfach, nimmst einfach ein Turbo, klar, aber auch da ist immer die Frage, nimmt man einen Mini-Future, nimmt man einen Unlimited Turbo oder nimmt man einen Turbo mit Laufzeitbegrenzung oder nimmt man vielleicht sogar mal einen Optionsschein, wenn die Volatilität niedrig war und man davon ausgeht, dass die Vola wieder ansteigt, oder nimmt man einen Discount-Optionsschein oder die Produktauswahl oder die Produktvielfalt mittlerweile im Markt ist ja sehr, sehr groß. Und auch da schauen wir dann, dass wir die passenden Produkte finden. Und wie gesagt, erst dann kommt es zu einem entsprechenden Trade. Wie sehen genau die Vorfilter aus? Vorfilter, da haben wir verschiedene. Hier im Webinar gehen wir vor allem immer auf den Commitments of Traders Report ein. Dort kann man eben sehen, wie große Marktteilnehmer im Markt positioniert sind. Dann gehen wir auf das Sentiment ein, beziehungsweise schauen das Sentiment an. Dort schaut man sich die Marktstimmung an. Man schaut, wie die meisten Marktteilnehmer positioniert sind, laut ihren Aussagen, und geht dann eben eine entsprechende Gegenposition ein. Das ist ein klassischer Anti-Indikator. Dann haben wir werfen wir immer einen Blick auf die Saisonalitäten. Wir versuchen, saisonale Muster herauszufinden. Und natürlich haben wir für uns noch weitere Vorfilter wie eigene Indikatoren. René nutzt ja da öfter mal welche. Dann weitere Statistiken, die wir pflegen und Intermarket-Analysen, die der René ja auch relativ häufig hier zeigt. Aber im Grundkern, was wir hier in der Webinarreihe machen, sind eben die drei rot angezeigten Vorfilter, die COT-Daten, das Sentiment und die Saisonalität. Wer jetzt noch neu dabei ist, weil ich möchte es auch nicht komplett jetzt neu wiederholen, weil die meisten von Ihnen das natürlich jetzt schon kennen. Wer noch nichts davon gehört hat, vielleicht einfach mal googeln. Da findet man eigentlich alle Informationen zu den jeweiligen Themen. Wie gesagt, COT steht für Commitments of Traders Report. Da kann man sich mal ein bisschen durchlesen, einlesen, wie funktioniert überhaupt das Ganze. Und wenn ansonsten Fragen sind, gerne uns einfach eine E-Mail schreiben und dann können wir auf die nochmal eingehen. Oder einfach hier auch in den Chat natürlich und dann können wir die heute oder dann morgen entsprechend beantworten. Was wir nicht machen, ich hatte schon gesagt, wir nutzen nicht nur die Chartanalyse, denn die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich dieses Bild schon, das bemühe ich sehr gerne, immer zu zeigen, wie schwachsinnig das teilweise ist, was im Internet unterwegs ist, beziehungsweise in unseren Augen schwachsinnig das ist. Hier ist eine Chartanalyse, also ich habe in der Tat wirklich bei Google eingegeben, DAX Chartanalyse und es kam dieses Bild und ja, was soll uns dieses Bild zeigen? Es ist natürlich ein völliges Wirrwarr von irgendwelchen Linien und im Nachhinein lassen sich natürlich immer super alle möglichen Trendumkehre und so weiter, lässt sich natürlich alles super erklären mit einem solchen Chart, weil man immer eine passende Linie findet, warum der DAX oder wer auch immer, was das hier ist, war glaube ich sogar, genau, war sogar der DAX, warum der DAX an einer entsprechenden Marke wiederum gestiegen ist oder gefallen ist oder was auch immer gemacht hat, da wird man immer ganz tolle Erklärungen finden dann mit einem solchen Chart, aber im Nachhinein, klar, ist es natürlich einfach. Die Frage ist immer, wir müssen ja versuchen, einen Ausblick zu kreieren, eine Strategie zu entwickeln. Und da hilft natürlich die Chartanalyse. Aber wir nutzen die Vorfilter, um uns einen entsprechenden, um uns eine entsprechende Richtung schon mal vorgeben zu lassen, in welche der Markt eben gerade interessant ist. Erst dann nutzen wir die Chartanalyse und da auch eigentlich nur die Basics, denn es bringt, ich weiß nicht, Stefan, du kannst ja nachher ein paar Worte mal gerne dazu sagen, aber in der Regel ist es so, wenn ein Chart zu überladen ist, dann macht es auch irgendwann keinen Sinn mehr. Wir nutzen eher klassische, ganz einfache Chartanalyse, um dann eben einen Markt eben long zu handeln oder short zu handeln. Wollen wir jetzt mal auf die letzten Trades, auf die letzten Strategien blicken. Da hatten wir zum einen einen Platin-Trade, der aktuell noch läuft, von daher habe ich den heute nochmal aufgenommen. Wir hatten hier einen statistisch basierten Trade, der eine saisonale Grundlage hat. Und zwar lautete das Setup wie folgt. Am 21.12. eröffnet man eine Long-Position. Am 16.01. verkauft man 50% dieser Position. Am 17.02. weitere 25% und schlussendlich am 20.04. die letzten 25%. Und den anfänglichen Stopp setzt man im Basiswert 10% entfernt nach dem Einstieg. Ich sage es nochmal dazu, diese Daten
sind, also es ist ein saisonaler Trade. Diese Daten sind optimiert. Also wir haben versucht zu schauen, an welchen Daten sich ein Ein- und Ausstieg am besten anbietet in der Summe über die letzten Jahre, Jahrzehnte. Und das sind die Daten, die eben dabei rauskamen. Sollte eines dieser Daten ein Wochenende sein, dann wird einfach der nächste Handelstag genommen. Nehmen wir mal an, der 16.1. wäre ein Samstag gewesen, dann würde man eben natürlich nicht am Samstag verkaufen, sondern entsprechend am Montag. Und das ist, wie gesagt, das Setup, das wir vorgestellt hatten. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an im Chart, wie das Ganze aussah. Man sieht hier grün eingezeichnet den Tag der Trade-Eröffnung. Wir sind also in Long-Position eingegangen. Kurz danach kam der Platinpreis nochmal etwas unter Druck, aber was ist unter Druck, kam noch etwas zurück, 20, 25 US-Dollar. Und seit Anfang des Jahres kann der Platinpreis richtig schön nach oben ziehen. Und unser erster Verkauf am 16.01. hat auch über 980 US-Dollar stattgefunden. Also haben wir hier schon mal einen schönen Plus, ein schönes Plus eingefahren und lassen die nächsten 50% natürlich einfach weiterlaufen. Sie sehen hier die Linie, die ich eingezeichnet habe, noch, das ist der 17.02.2017. Dort werden dann die weiteren 25% verkauft. Und wie gesagt, lassen wir die restliche 25% auch weiterlaufen. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Wir hatten ja den Stopp 10% im Basiswert entfernt gesetzt. Entweder Sie lassen den Stopp dort bei diesen 10% vom Ausgangsniveau, oder aber Sie sagen jetzt, wenn Sie mit dabei sind, okay, ich habe ja jetzt schon einen schönen Gewinn gemacht, jetzt ziehe ich einfach meinen Stopp für die restlichen 50%, ziehe ich einfach auf Einstiegsniveau, sodass ich auf jeden Fall mit der zweiten Hälfte keinen Verlust mehr machen kann. Dann habe ich auf jeden Fall mit der ersten Hälfte einen schönen Gewinn gemacht. Die zweite Hälfte geht im Extremfall mit plus minus null etwa raus. Also habe ich in der Summe auf jeden Fall mit diesem Trade schon mal Geld verdient. Sollte es weiter hochlaufen, sind wir weiterhin dabei. Sollte es zurückkommen, fliegen wir raus, haben wir trotzdem, wie gesagt, die Hälfte zumindest schon mal mit einem Gewinn veräußert. Dann hatten wir eine DAX-Strategie vom 28.11. Heute gehen wir ja, wenn wir Zeit haben, auch nochmal auf den DAX ein. Dort hatte der René damals gezeigt, dass die Vorfilter uns ein Long-Signal anzeigen. Und Stefan sagte, dass man mit einem Stop-Buy bei 10.850 in den DAX einsteigen sollte, mit den Zielen bei 11.450, 11.800 bis 11.900 Punkten und dem dritten Ziel bei 12.400 Punkten. Den anfänglichen Stopp haben wir gesetzt bei 10.100. Und Sie sehen es ganz unten, aktueller Kurs 11.685. Was ist also passiert, nachdem wir das Webinar gehalten haben? Wir waren ja relativ lange in einer Seitwärtsrange gefangen. Und als wir aus dieser Seitwärtsrange nach oben ausgebrochen sind, über 10.805 Punkte in etwa, sind wir dann auch direkt über die 10.850 gestiegen. Wir sind also eingestiegen in diesen Trade. Und Sie sehen, das erste Kursziel bei 11.450, die erste grüne Linie, die wurde relativ schnell abgearbeitet. Wir haben das erste Kursziel erreicht. Und zuletzt wurde dann auch sogar das zweite Kursziel bei 11.800 bis 11.900, wurde dann auch sogar abgearbeitet. Und seitdem konsolidiert der DAX wieder etwas. Wir werden nachher schauen, charttechnisch auch nochmal, wie wir da weiter vorgehen sollten. Aber das zweite Kursziel ist auch abgearbeitet und jetzt auch hier macht es natürlich Sinn, den Stopp, ich würde ihn noch nicht mal sogar auf Einstieg ziehen, ich würde den jetzt unterhalb von 11.450 zum Beispiel platzieren. Sagen wir mal, Sie sehen ja da relativ gut diese Unterstützungszone bei 11.400, sagen wir mal bei 11.380, wenn man schon seit 10.850, 10.900 dabei ist, kann man jetzt natürlich den Stopp schön unter das letzte Zwischentief setzen, also knapp unterhalb von 11.400 Punkten. Haben wir auch hier wieder schon zwei Teilverkäufe vorgenommen und sollte der DAX dann doch weiter runterkommen, dann fliegen wir eben aus der restlichen Position raus und wir haben trotzdem einen schönen Gewinn mit der Gesamtposition eingefahren. Dann hatten wir eine WTI-Strategie am 9.01. beim letzten Webinar vorgestellt. Dort sagte René, dass die Vorfilter uns ein Short-Signal anzeigen. Und Stefan sagte, wir sollten mit einem Limit bei ca. 53 US-Dollar einsteigen, mit den Zielen bei 50 US-Dollar, 48, 44 und 42 US-Dollar und einem anfänglichen Stopp bei 57 US-Dollar. Was ist hier passiert? Sie sehen hier auch wieder blau eingezeichnet. Der Tag, als wir dann eingestiegen sind, das war also mit dem Limit bei 53, dort sind wir dann zum Zuge gekommen in dieser Short-Position. Und wir sind jetzt zwar leicht vorne, aber im Endeffekt hat sich bei WTI noch nicht so viel getan. Es läuft im Endeffekt seitwärts seit diesem Zeitpunkt und die Ziele sind auch eingezeichnet. Aber wie gesagt, ist noch nicht viel passiert.
Da es aber für uns ein sehr interessanter Trade ist und wir glauben, dass der Ölpreis auch wieder unter Druck kommen wird, haben wir heute auch nochmal WTI dabei, um nochmal die Strategie etwas genauer zu beleuchten. Denn wie gesagt, gehen wir davon aus, dass der Ölpreis in den nächsten Wochen weiter unter Druck kommen wird. Dann hatten wir noch eine Silberstrategie, auch am 9.01. beim letzten Webinar vorgestellt. Dort sagte René, dass der Vorfilter uns ein Long-Signal anzeigt und Stefan sagte, wir können einsteigen mit einem Limit bei 16,30 €, mit den Zielen bei 17,20, 19, 20, 21, 23, 25 und einem anfänglichen Stopp bei 15,40 €. Und Sie sehen schon, es sind relativ viele Ziele, von daher werde ich den Stefan gleich nochmal befragen, wie es hier jetzt aussieht aktuell. Aber Sie sehen jetzt hier blau eingezeichnet den Tag des Webinars und die blaue Linie zeigt das Limit bei 16,30 € an. Dort sind wir noch nicht zum Zuge gekommen, aber der Silberpreis konnte sich seit dem Webinar am 9.01. weiter positiv entwickeln. Und ja, Stefan, ich würde jetzt einfach mal kurz zu dir übergeben, dass du mal kurz sagst, sollten wir das Limit bei 16,30 € so liegen lassen, mit den entsprechenden Kurszielen, die ja diesmal relativ viele waren, oder sollte man eventuell sogar jetzt schon, wenn wir ein neues Hoch machen im Silber, sagen wir mal über 17,40 € ansteigen, sollte man dann eventuell schon einsteigen? Ja, hallo von meiner Seite auch nochmal. Ich beginne wie immer erstmal mit dem langfristigen Chart, denn da kann man so sich eher eine Perspektive entwickeln. Schön bei Silber zu sehen ist, dass wir zu Beginn des letzten Jahres mit dem Überwinden des langfristigen Abwärtstrends oder mit dem Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrendkanal ein Trendwendesignal hatten und seitdem quasi in dem Long-Modus drin sind. Und mit der abwärtsgerichteten Tendenz, die wir in der zweiten Jahreshälfte hatten im letzten Jahr, hat sich jetzt wieder ein attraktives Niveau ergeben, wo man dann eben eine mittelfristige Long-Position auf Silber aufbauen kann, was jetzt zuletzt eben auch mit einer Überschneidung dann war mit den Vorfiltern, die der Ingmar vorhin schon erklärt hat. Wir hatten da unter anderem die COT-Daten vorgestellt bei Silber und auch auf die Saisonalität nochmal hingewiesen. Hier jetzt im Tageschart, man sieht sehr schön die, man sieht sehr schön die abwärtsgerichtete Bewegung der zweiten Jahreshälfte, was ich erklärt habe. Und interessant ist jetzt eben, wir sind momentan hier dabei, nach oben auszubrechen. Hier unten beim MACD sieht man eine positive Divergenz. Das ist auch ein Kaufsignal, was darauf hindeutet, dass wir eben weiter nach oben laufen könnten. Im kurzfristigen Bereich, Ingmar hatte den Chart gezeigt, könnte man das Limit leicht erhöhen, dass wir sagen, so 16,60, 16,70 als Einstiegsbedingung, wenn der Kurs wirklich innerhalb des Tages nochmal etwas runterkommt. Viel weiter drunter möchte ich ihn gar nicht legen, denn sonst wären wir hier schon unter diesem kleinen Zwischentief, was man hier sehen kann. Und das wäre schon ein erstes Anzeichen dafür, dass wir dann doch nochmal vielleicht an dieses andere Zwischentief von Ende des Jahres nochmal ranlaufen. Und dann wird es eng, dass vielleicht dann doch der Stoppkurs ausgelöst wird. Deswegen, das Szenario wird dann damit nicht unbedingt besser, wenn man jetzt versucht, es weiter unten abzugreifen. Deswegen von der Anpassung her, Limit bei rund 16,70 würde ich es aktuell anpassen. Den Stoppkurs würde ich wiederum lassen, knapp unter dem Tief von Ende des vergangenen Jahres. Und an den Kurszielen hat sich im Großen und Ganzen seit dem letzten Mal ja auch nichts geändert. Die orientieren sich ja im Großen und Ganzen an den Zwischenhochs, die wir im Laufe der letzten Monate irgendwo markiert haben und die dann als Widerstände getestet werden sollten. Gut, soweit der aktuelle Ausblick, die aktuelle Einschätzung bei Silber von meiner Seite. Jetzt würde ich wieder an den Ingmar übergeben, der dann zu den neuen Trades kommen kann. Genau, vielen Dank Stefan. Da kommen wir jetzt auch zu den Ausblicken. Jetzt haben wir genug von den Rückblicken und habe mich gerade schon köstlich amüsiert, da im Chat dann doch einige Nachrichten kamen, dass es kein Einzelfall ist bei der Telekom. Das habe ich auch schon gehört von einigen Freunden. Und das aber anscheinend bei vielen anderen Dienstleistern auch nicht besser aussieht. Von daher,
warte ich mal ab und hoffe, dass es dann in Kürze alles hier funktioniert. Ich werde beim nächsten Webinar darüber berichten, auf jeden Fall. So, ich hatte es gerade eben schon angekündigt. Wir hatten ja einen WTI-Trade, den wir vorgestellt hatten schon mal, aber wir wollen uns das Ganze jetzt nochmal anschauen, nochmal näher beleuchten, weil wir ja weiterhin davon ausgehen, dass der Ölpreis weiter fallen wird. Von daher ist es natürlich interessant, vor allem für diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei waren, nochmal einfach einen Blick darauf zu werfen. Wie anfangs schon gesagt, schauen wir uns verschiedene Vorfilter an, die Saisonalität, Sentiment und die COT-Daten. Schauen wir also zunächst mal auf die Saisonalität und da sehen wir, dass man beim Ölpreis davon ausgehen kann, dass dieser tendenziell in der Tendenz von Anfang Januar bis Ende Februar eher abwärts notieren sollte, eher abwärts gerichtet ist. Natürlich ist die Abwärtsbewegung, das sieht man ja hier, ja, im Durchschnitt nicht sehr berauschend. Also man kann jetzt rein auf dieser Basis nicht erwarten, dass der Ölpreis um 50% einkracht oder 30%. Aber es geht ja hier einfach nur darum, erstmal eine Grundtendenz zu erkennen. Und die Grundtendenz ist bis Februar eher mal seitwärts abwärts gerichtet. Ab Ende Februar ist dann auch rein saisonal mit einem steigenden Ölpreis zu rechnen. Aber für uns aktuell interessant, da wir ja Ende Januar haben, jetzt erstmal der nächste Monat. Und da sieht es ja so aus, als ob der Ölpreis weiter unter Druck kommen sollte, beziehungsweise zumindest nicht gegen uns laufen sollte und stark ansteigt. Noch nicht. Schauen wir aber auf die COT-Daten, die sind viel wichtiger, weil die ja dynamisch sind, ist das natürlich auch ein etwas wichtigerer Vorfilter als jetzt die Saisonalität für uns. Und ich hatte es eingangs gesagt, dass wir dort uns die COT-Daten anschauen und schauen, wie sich die großen Marktteilnehmer im Markt positionieren. Und da wir uns nur die großen Marktteilnehmer anschauen, schauen wir hier auf die Nettoposition der Commercials, also der Teilnehmer, die den Markt zur Absicherung heranziehen, für ihre Absicherungspositionen. Und dort versuchen wir nach Extrema zu suchen. Also wir würden jetzt nicht einfach, ich sag mal, Sie sehen das ja, ich hoffe, ich kann das jetzt irgendwie markieren. Versuchen wir es mal. So, jetzt müssten Sie hoffentlich einen Laserpointer sehen. Ja, da sieht man ja, dass im Endeffekt von 2001 bis 2009 die Nettoposition immer wieder hin und her geschwankt ist. Wir würden jetzt keine Position eingehen, wenn wir irgendwo im Niemandsland, irgendwo mittendrin uns befinden bei dieser Kurve. Aber was machen wir, wenn eben die Nettopositionierung dieser großen Marktteilnehmer ein Extrem annimmt? Dann versuchen wir, eine Richtung daraus abzuleiten. Das sehen Sie hier zum Beispiel 2011. Dort waren die Commercials netto short positioniert und hatten ein neues Extrema markiert. Sie waren mit fast 400.000 Kontrakten short positioniert. Was ist danach passiert? Der Ölpreis ist noch leicht gestiegen und ist dann etwas zurückgekommen. Dann schauen wir mal hier. 2013 war das. Ölpreis ist, nachdem ein neues Extrema in den Nettopositionierungen aufgetreten ist, auch hier wieder etwas unter Druck gekommen. Und was ist dann hier passiert, 2014? Der eine oder andere wird sich noch erinnern. Wir standen bei knapp 100 US-Dollar im WTI und wir hatten das damals im Webinar angezeigt und haben gesagt, Achtung, die Commercials sind extrem bärisch positioniert im WTI. Also gehen wir davon aus, dass der Ölpreis in den kommenden Wochen eher fallen wird. Was ist passiert? Wir haben natürlich auch nicht mit dieser Abwärtsdynamik gerechnet, aber der Ölpreis ist massiv unter Druck gekommen. Wir sind bis unter 30 US-Dollar gefallen. Und was sieht man aktuell? Aktuell sieht man, dass wir eben wieder in dieses Extrem von 2014 wieder auf diesem Niveau notieren. Das heißt, wir gehen momentan aufgrund dieses Vorfilters, aufgrund der COT-Daten davon aus, dass auch in den kommenden Wochen der Ölpreis wieder unter Druck kommen wird, weil eben die großen Marktteilnehmer, die eben den Markt heranziehen, um sich dort abzusichern, extrem short positioniert sind. In der Summe. Das ist immer in der Summe hier angezeigt und sie sind netto short und das in sehr großem Maße. Von daher gehen wir aufgrund dieses Vorfilters auch davon aus, dass eben der Ölpreis unter Druck kommen wird. Haben wir also zunächst einmal die Saisonalität, die uns anzeigt, ist nicht davon auszugehen, dass bis Ende Februar der Ölpreis ansteigen wird. Also eher mal ein Short-Vorfilter. Dann zweiter Vorfilter, COT-Report, zeigt uns auch an, dass wir uns eher auf der Short-Seite positionieren sollten. Kommen wir zum dritten Vorfilter.
muss ich mal gucken, dass ich hier wieder, genau. Kommen wir zum dritten Vorfilter, das ist das Sentiment. Hier schaut man sich die Marktmeinung an und was sieht man hier? Immer wenn die Marktteilnehmer Extreme annehmen, dann kann man davon ausgehen, dass der Markt in die Gegenrichtung läuft. Ich versuche jetzt mal wieder diesen Laserpointer heranzuziehen. So, da sehen Sie hier 2012, die Marktteilnehmer waren sehr bullig auf Öl. Die Marktteilnehmer haben gedacht, Öl wird weiter steigen. Was ist passiert? Ölpreis kam unter Druck. Dann, Sie sehen ja hier die verschiedenen Spitzen. Schauen Sie einfach mal selber drüber und versuchen Sie mal abzuleiten, was danach passiert ist. Gerade interessant natürlich hier 2014, als wir diesen Trade vorgestellt haben, als wir über 100 US-Dollar notierten. Was ist hier passiert? Die Marktteilnehmer waren super bullig und haben gedacht, jetzt geht WTI wahrscheinlich auf 150, 200 US-Dollar. Und was ist passiert in der Folge? Wir haben es ja eben schon mal gesagt, ist der Preis massiv unter Druck gekommen. Und ja, wir sind bis unter 30 US-Dollar gefallen. Dann, lustigerweise, als wir unter 30 US-Dollar notierten, war auf einmal das Sentiment, die Marktstimmung sehr, sehr pessimistisch. Also die Marktteilnehmer sind davon ausgegangen, dass Öl noch weiter unter Druck kommt. Sie können sich vielleicht erinnern, ich kann mich noch ganz gut erinnern, als dann überall auch in Kolumnen stand, ah, jetzt geht Öl auf 0 Euro, 0 Dollar oder 10 Dollar oder was auch immer. Viele sind davon ausgegangen, dass der Ölpreis noch weiter unter Druck kommt. Und was ist passiert? Genau an dieser Stelle hat sich der Ölpreis wieder gefangen und konnte wieder deutlich ansteigen. Also ist schon ganz lustig, wenn man sich das mal anschaut, wie das Ganze so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten funktioniert hat. Und auch hier können wir sehen, dass zuletzt die Marktteilnehmer wieder sehr bullig waren, also davon ausgegangen sind, dass der Ölpreis wieder ansteigen wird stärker. Wie gesagt, ist für uns ein Anti-Indikator, also gehen wir davon aus, dass der Ölpreis eher fallen wird, rein auf das Sentiment bezogen. Jetzt haben wir aber auch hier wiederum ein Short-Signal, also ein Vorfilter, der uns ein Short-Signal anzeigt. Haben wir also das Sentiment, die Saisonalität und die COT-Daten, die uns anzeigen, Achtung, sucht ihr eher mal einen Short-Einstieg. Und wie ich anfangs schon gesagt hatte, nutzen wir nicht nur die Vorfilter, sondern anschließend die Charttechnik, um eben einen möglichst guten Einstieg auch charttechnisch zu bekommen und dann eben den Markt in entsprechende Richtung zu handeln. Von daher, Stefan, würde ich jetzt direkt dir das Wort nochmal geben, dass du kurz mal zeigen kannst, wie es bei WTI charttechnisch aussieht. Und ja, wir natürlich dort einen Einstieg nochmal suchen sollten. Jawohl, ich probiere mein Möglichstes. Wie auch bei Silber vorhin, fange ich bei Öl mit der übergeordneten Zeitebene an, in dem Fall hier der Monatschart. Ich habe den auch bewusst mal hier gewählt, weil... Ingmar, du hattest ja vorhin schon erklärt, dass wir nicht nur auf die Charttechnik achten, denn hier im Monatschart sieht man sehr schön, dass es bei der Charttechnik oder bei der Markttechnik, wenn ich jetzt Indikatoren eben mit dazu nehme, da doch als mal das eine oder andere Fehlsignal gegeben hat, beziehungsweise das auf den ersten Blick besser aussieht von den Signalen her, als es wirklich ist. Wenn wir jetzt beispielsweise das Short-Signal hier aus dem Jahr 2008 nehmen würden, das ist keinesfalls hier im Hoch aufgetreten, sondern erst als der Markt hier schon ein bisschen eingebrochen ist. Und wie gesagt, das ist dann, es sieht so ein bisschen besser aus, als es wirklich der Fall ist. Deswegen kombinieren wir eben die Vorfelder, die COT-Daten, die Saisonalität, die selbstentwickelten Statistiken mit der Charttechnik jetzt rein fürs Timing und der Markttechnik hin dazu, wo wir dann eben auch selbstentwickelte Indikatoren verwenden, ist für uns hilfreicher, weil wir den Chart mathematisch nochmal zerlegen können, um gewisse Marken, gewisse Über- oder Untertreibungen damit nochmal etwas deutlicher machen können. Weil letztendlich geht es immer darum, einen Abschnitt zu identifizieren, wo wir ein geringes Risiko, ein überschaubares Risiko in Verbindung mit einer höheren Gewinnwahrscheinlichkeit herausbekommen. Dann macht es Sinn, einen Trade einzugehen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann haben wir ein höheres Risiko drin, dass es eben nicht aufgeht. Dann muss man das über die Positionsgröße nochmal justieren, in der Regel, dass man da eben Risiko rausnimmt. Das ist so der Hintergrund, wenn man da wirklich professionell tradet, wie man dabei vorgeht. Weil was wir jetzt hier machen, das ist ja, wir stellen erstmal die
Auswahl der Systeme vor. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir wieder zum Ölpreis. Hier zu sehen, wir haben nach oben hin, sind wir hier die letzten Monate immer wieder abgeprallt in der Region um etwa 58 Dollar, 57 Dollar, je nachdem. Da ist auch immer abhängig davon, auf welchen Future, dass ich mich dann beziehe dabei. Aber vom großen Bild her nach oben hin ist hier erstmal der Deckel drauf. Und was eben interessant ist, ist, der Ingmar hatte die COT-Daten schon gezeigt, die sind so negativ, wie sie zuletzt vor dem massiven Einbruch im Jahr 2014 waren. Für uns ein ganz klares Anzeichen dafür, dass es in den nächsten Wochen und Monaten eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Kurs nochmal zurückbekommt und eben durch die Obergrenze, was wir hier die letzten Monate hatten, haben wir auch ein überschaubares Risiko irgendwo, das wir dann über einen Stoppkurs definieren können. Jetzt gehen wir mit den Informationen eine Ebene tiefer rein und gucken es uns im Detail nochmal an. Ich habe gesagt, die Obergrenze, wie gesagt, das ist so 57, 58 US-Dollar. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn es dann so einen kleinen Ausbruch gibt, wie hier zum Beispiel, das zu definieren. Deswegen ist immer so eine kleine Kunst. Es kann sein, dass man, wenn man den Stoppkurs zu eng platziert, dann in einer etwas größeren Tagesschwankung dann unglücklich ausgestoppt wird. Und dann schaut man dem Trend einfach hinterher. Aber im Großen und Ganzen, man sieht es hier, der Kurs ist eben in dieser Region hier nach unten immer wieder abgeprallt, beziehungsweise hier momentan mangels an Dynamik nach oben im Trendkanal, der sich hier seit dem letzten Jahr ausgebildet hat, sind wir momentan in der Mitte. Wir haben zuletzt nicht mehr die Kraft gehabt, noch an die obere Begrenzungslinie oder in die obere Hälfte hineinzulaufen. Das ist auch ein Anzeichen dafür, dass sich langsam Schwäche aufbaut. Und interessant wird es jetzt, wenn wir hier die letzten Zwischentiefs nach unten unterschreiten, dann ist auf jeden Fall mal von dem Test dieser unteren Begrenzungslinie auszugehen. Allerdings, wenn diese Zwischentiefs unterschritten werden, errechnen wir damit, dass dann eben auch der Trendkanal nach unten verlassen wird, was sich dann wiederum mit den extrem negativen COT-Daten, mit der Positionierung der Commercials decken würde. Dann noch ein kleiner Hinweis auf die Saisonalität. Der Ingmar hat die Saisonalität gezeigt, dass Januar, Februar seitwärts bis leicht abwärts gerichtet zu erwarten ist. Und es ist allerdings so, dass bei Rohstoffen oder allgemein, wenn sich ein Kurs von der Saisonalität markant abkoppelt, dann hat es oftmals einen tieferen Grund. Das gibt es bei Agrarrohstoffen, es passiert es oftmals sehr, sehr häufig. Kann allerdings auch bei jetzt beispielsweise dem Ölpreis oder auch bei Financial Futures der Fall sein, dass da eine Abkopplung stattfindet. Und das hat dann, wie gesagt, einen tiefergehenden Grund. Und dann bildet sich in der Regel auch ein sehr, sehr drastischer Trend entgegen der üblichen Saisonalität aus. Deswegen ist die große Kunst dann nicht zu erkennen, oh ja, jetzt sieht es so aus, als ob es erstmal die nächsten zwei Monate runtergeht, sondern wirklich zu erkennen, kann ich dieses Signal im aktuellen Fall verwenden oder muss ich aufgrund meiner Konstellation der Vorfilter diese Saisonalität jetzt erstmal rausnehmen, die einfach weniger aussagt und wo wir davon ausgehen, dass sich der Kurs eben entgegen der üblichen Kurve bewegt. Deswegen auf den ersten Blick wirkt es dann vielleicht etwas nicht sehr durchdacht, ist aber wirklich so, dass es auf Erfahrungen beruht, wo wir dann sagen, wir gewichten dann den einen oder anderen Vorfilter in dem einen oder anderen Fall eben anders. Gut, auch hier wieder lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir zu dem Trading Setup. Nach oben hin erstmal, ich beginne heute mal andersrum, würde ich die Position auf jeden Fall hier über den letzten Hochpunkten
absichern. Wer es etwas vorsichtiger mag, kann hier das Zwischenhoch vom vergangenen Sommer nehmen. Das wäre dann der Stoppkurs so bei 58 US-Dollar. Ich persönlich gehe allerdings davon aus, wenn diese zwei Zwischenhochs, die wir hier über den Jahreswechsel Januar-Dezember hatten, wenn die überwunden werden, dann wird auch das Zwischenhoch vom Juni überwunden. Deswegen muss ich gar nicht den Stoppkurs so weit weg platzieren, sondern ich würde den, wie wir es das letzte Mal auch schon vorgestellt haben, ich würde den Stoppkurs bei 57 US-Dollar platzieren und das Limit hier unten auf der Unterseite hatten wir das letzte Mal auch vorgestellt, Limit bei 53 US-Dollar etwa. Das ist so etwa auf aktuellem Niveau. Wenn der Kurs da noch ein bisschen hin und her schwankt, dann wären wir da auch mit drin. Die Ziele dann im weiteren Verlauf, natürlich als erstes die runde Zahl bei 50 US-Dollar. Da haben wir auch in den vergangenen Monaten immer mal wieder so kleine Tests gehabt dieser Marke. Und so, dass eben davon auszugehen ist, dass der Kurs hier zumindest mal aufsetzt, wenn er weiter runterkommt, um diese Marke nochmal zu markieren. Im weiteren Verlauf dann die Unterseite des aufwärts gerichteten mittelfristigen Aufwärtstrendkanals, so in etwa bei 48 US-Dollar. Und wenn der Kurs sich dann wirklich an den Sachen orientiert, was wir eben an Vorfeldergebnissen herausbekommen haben, dann soll es hier auch zu einem Trendbruch kommen. Dann gehen wir davon aus, dass der Kurs eben weiter nach unten geht, sodass wir als nächstes Kursziel hier so das Zwischentief vom November hatten, was so bei rund 44 US-Dollar ist, beziehungsweise hier vom August. Und im weiteren Verlauf dann kann man dann immer so die letzten Zwischentiefs annehmen, die sich so als die nächsten Kursziele ergeben. Für das aktuelle Szenario haben wir deswegen mal die 44 als nächstes nach dem Trendbruch und dann so die Region um 42 US-Dollar etwa. Das nur insofern als Kursziele, weil wir müssen ja dann letztendlich für die Bewertung des Chance-Risiko-Verhältnisses ja irgendwo das Risiko und die Chance definieren, sodass wir da ein Verhältnis rausbekommen, was der Markus Ihnen jetzt dann gleich zeigen wird, wenn er die Produkte auswählt. Deswegen hier an der Stelle arbeiten wir jetzt erstmal mit einem Kursziel von 42 US-Dollar und wagen uns da noch nicht so weit aus dem Fenster. Wenn der Trend natürlich nach unten weiterläuft, dann werden wir uns durch einen Trailing Stop weiter absichern, sodass wir trendfolgend investiert bleiben. Okay, am Ende, ich wiederhole nochmal das Trading Setup, damit das bei dem Ganzen, was ich jetzt alles erklärt habe, nochmal deutlich wird. Einstieglimit 53, Ausstieg, Stoppkurs bei rund 57 und dann die Ziele 50, 48, im weiteren Verlauf bei dem Trendbruch dann 44 bzw. 42 US-Dollar und mit diesem Setup übergebe ich dann an den Markus, der Ihnen die passenden Produkte dazu herausfiltern lässt. Danke dir vielmals, Stefan. Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, zum heutigen DZ-Bank-Webinar. Wie der Stefan schon gesagt hat, möchte ich Ihnen heute gerne die passenden Trading-Strategien zeigen und mit Ihnen umsetzen. Ich zeige Ihnen nun, wie diese Strategien auf dem Guidance-Desktop umgesetzt werden können. Dazu gehen wir erst einmal auf den bekannten Guidance Desktop. Hier ist standardmäßig in der Regel, das kennen Sie aus den vergangenen Sessions, der DAX voreingestellt. Und wie kommen Sie nochmal zu der Seite? Sie können das eigentlich hier oben sehr schön sehen. Ich umrande das nochmal blau. Das ist die Seite, wie Sie zum Guidance Desktop, zu diesem Guidance Desktop geraten oder kommen. Ja, was ist wichtig? Sie kennen es schon, aber nochmal ganz kurz von meiner Seite. Hier oben haben Sie den Chart und letztendlich finden Sie unten dann das Produktuniversum, wo wir, wenn wir die Strategie später eingeben oder gleich eingeben, und hier sind ja die wichtigen Parameter, einmal der Einstieg, einmal in Blau, einmal später das Kursziel, wohin geht es mit dem Kurs, und Stop-Loss letztendlich in Rot, grün wie gesagt nochmal das Kursziel. Wenn wir die Strategie eingeben, passiert automatisch Folgendes. Wir sehen hier unten im unteren Feld, wie die Produkte reinkommen.
und welche Produkte Sie anwenden können, um die Strategie umzusetzen. Aber fangen wir doch gleich mit dem ersten Produkt an, gehen in Medias Res, WTI Shorts, das war hier die Empfehlung. Ölpreis unter Druck, weiterhin aufgrund der Vorfilter, wie Stefan und Ingmar eben schon gesagt haben. Und wir geben jetzt einfach mal den Basiswert erstmal WTI ein. Wie machen wir das? Hier am linken Rand gibt es den Basiswert. Da klicken wir einfach auf Suche, geben WTI ein. Ja, und da erscheint auch schon der Wert im ersten Feld hier oben. Klicken wir den Wert an. Automatisch passiert dann Folgendes. Ich ziehe das mal so ein bisschen runter. Das vielleicht noch ein bisschen schöner einstellen. Bekommen Sie automatisch dann hier die verschiedenen Linien. Aber wir geben jetzt erstmal den Trade ein. Und zwar wurde ja gesagt, dass wir am Ende die 53 US-Dollar eingeben für den Einstieg. Das machen wir gleich mal. Und zwar in dem blauen Feld. Und Sie sehen dann auch sehr schön, wie sich die Produkte hier unten, das sehen Sie hier, oder auch hier oben im Chart verändern, die Linien letztendlich. Aber das ist eigentlich ganz schön farblich markiert. Das Kursziel wurde gesagt im ersten Schritt bei 50 ca. 48. Gebe ich einfach mal 48 hier als Kursziel ein. Und Stop-Loss wurde genannt die 57 US-Dollar. Geben wir auch ein. Und schon furzen hier unten die Produkte rein. Je nachdem müssen wir dann einfach hier oben schauen. Aber Sie sehen eigentlich sehr, sehr schön, dass die Abstände hier oben, wenn wir hier den Einstieg wählen und das Ziel ungefähr 1 zu 1, so wie dieses Chance-Risiko-Profil oder Verhältnis ist letztendlich ein Tick größer. Das heißt, mehr Gewinne als Verluste in dem Fall, wenn Sie diese Strategie hier, wenn die aufgehen würde. Aber wie zeigt sich das in den Zahlen? Sie sehen, hier oben haben wir die Strategien eingegeben. Und wie übersetzt sich das jetzt am Ende in das Produkt? Sie sehen, der Einstieg hier oben, 53 US-Dollar, hätten Sie letztendlich einen Turbopreis, der sich je nachdem, welche Strategie oder welches Produkt Sie auswählen, hier vorne sind die WKNs, das mit der WKN, was am weitesten oben steht, kommt der Strategie am nächsten. Der Einstieg wäre dann hier knapp 4,14 Euro. Wenn das Kursziel auf 48 US-Dollar aufgeht, das heißt, der Kurs von WTI sinkt, kommen wir auf 8,79 Euro hier. Und Stop-Loss 57 US-Dollar würde bedeuten, wir haben Stop-Loss hier bei 37 Cent, 0,37. Wenn wir letztendlich das Money Management ins Kalkül einbeziehen und sagen, 10.000 Euro haben wir als Trading-Volumen zur Verfügung und setzen hier 1% ein, dann gibt das ungefähr eine Positionsgröße, sieht man hier besonders hier oben relativ nah dran, von 100 Euro. Das gibt dann wieder einen Gewinn in dem Fall, wenn die Strategie aufgeht und der Kurs auf 8,79 Euro läuft, Entschuldigung, dann kommen wir auf 121 Euro im Gewinn pro Position und sehen den Verlust von 97 Euro. Ich mache das hier nochmal ein Stück größer gerade, das Feld. Genau. Das übersetzt sich dann in Chance-Risiko-Verhältnis, das sehen Sie hinten, von 1,24. Jetzt können Sie aber nochmal schauen, oder wir können nochmal schauen, wie würde sich das verändern, wenn wir jetzt sogar im Ölpreis weiter fallen würden auf 43 oder sogar auf 40. Ich gebe jetzt einfach mal 43 ein, 43 US-Dollar. Und schwupps, verändert sich die Grafik. Mal gucken, dass das wieder ins Bild kommt. Sie sehen natürlich hier ganz klar oben, dass der Abstand von Stop-Loss zum Einstand viel kleiner ist als das Verhältnis von Einstieg zu Ziel. Das heißt, wir haben natürlich dann auch ein größeres Chance-Risiko-Verhältnis und das spiegelt sich eigentlich hier hinten wieder in der 2,48. Wenn Sie ein derartiges Produkt kaufen möchten, dann klicken Sie letztendlich hier hinten auf den Kaufbutton, stellen hier hinten noch Ihren Broker ein. Das sollte jetzt aufgehen. Hier haben wir den Profi-Broker hier hinten und letztendlich können Sie dann darüber Ihr Produkt kaufen. Vielleicht sollten Sie noch aufpassen, aktuell der Einstieg, das bei dieser Strategie wäre bei 4,14 Euro. Das Produkt quotiert allerdings einen Tick höher, aktuell bei 4,38 Euro. Ja, und das wäre eigentlich so das, was ich zu WTI Shorts Produkten jetzt zu sagen habe, was wir da rausfiltern konnten hier. Wie gesagt, hier vorne finden Sie die WKNs und die Grafik sehen Sie auch sehr schön und unten werden die ganzen Produkte ausgespuckt. Und jetzt würde ich
weiter übergeben an den Ingmar, der dann weitermacht mit der Währung, mit dem Währungstrade oder Währungsstrategie British Pfund versus US-Dollar. Exakt richtig. Stefan, du hättest besser die Überleitung gerade eben fast nicht machen können, als du am Schluss noch sagtest, manchmal koppelt sich das tatsächliche Bild von der Saisonalität ab. Das war nicht abgesprochen, aber es passt exakt in das nächste Beispiel. Denn was sehen wir hier? Schauen wir auf das britische Pfund, dann sieht man ja auf den ersten Blick, dass man davon ausgehen sollte, rein saisonal, dass das britische Pfund von Anfang Januar bis in etwa Mitte März er fallen sollte, dass man mit einem fallenden Markt oder mit einem fallenden britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar rechnen sollte. Jetzt habe ich gerade noch mal schnell bei TradeSignal Online den Chart hier reinkopiert, dass man einfach mal sieht, was denn tatsächlich passiert. Tatsächlich ging es Anfang Januar bis Mitte Januar ging es erstmal abwärts mit dem Pfund gegenüber dem US-Dollar, aber seitdem ist das Pfund relativ stark. Also es ist relativ stark und stärker als üblich, also stärker als man annehmen durfte aufgrund der Saisonalität. Und das wiederum ist dann teilweise auch ein positives Zeichen, wenn man eben auf einmal eine Stärke in einem Rohstoff beziehungsweise einem Rohstoff oder hier jetzt in einer Währung sieht, wo sie eigentlich noch nicht eintreten sollte. Von daher, Stefan, war es wie gesagt, war es eine perfekte Überleitung für dieses Beispiel. Wir sehen also, eigentlich wäre die Saisonalität short. Aber seit Mitte Januar sehen wir schon, dass sich das britische Pfund deutlich positiv gegenüber dem US-Dollar entwickelt hat. Schauen wir als nächstes auf die COT-Daten. Auch die sind super bullig, denn wie gesagt, wir schauen hier auf Extrema. Wenn Sie sich mal die erste grüne Linie, die ich dort eingezeichnet habe, anschauen, das war Mitte 2010, dann sehen Sie eben, dass die Commercials netto sehr, sehr positiv, also sehr netto long positioniert waren. Also ja, dementsprechend ist der britische Pfund gegenüber dem US-Dollar auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter angestiegen. Dann Mitte 2013 sehen Sie auch, wieder wurde eine Extrempositionierung eingenommen dieser Commercials bei ca. 100.000 Kontrakten. Und auch danach konnte das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar wieder deutlich anziehen. Und was ist dann passiert? Wir sehen hier Ende 2016, wieder wurde ein Extremer markiert in der Nettopositionierung. Allerdings, im Gegensatz zu den zwei Beispielen davor, ist das Pfund gegenüber dem US-Dollar dann weiter zurückgekommen, ist weiter gefallen. Klar, das hat natürlich auch fundamentale Gründe. Nichtsdestotrotz ist ja rein, wenn man sich nur diesen Vorfilter anschaut und alles andere mal ausblendet, muss man ja sagen, okay, in der Vergangenheit haben diese Extremer wunderbar funktioniert. Dieses Mal noch nicht, aber in der Summe ist es natürlich ein positives Zeichen. Also die COT-Taten sind sehr bullig. Schauen wir auf den dritten Punkt, auf das Sentiment wiederum. Und auch da, was sehen wir dort? Es konnte sich in letzter Zeit ein bisschen, ich sag mal, erholen, das Sentiment, aber nichtsdestotrotz, das Sentiment beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar ist in der Summe noch relativ negativ. Also zeigt uns auch dieser Indikator an, dass wir eher mit einem steigenden Pfund gegenüber dem US-Dollar rechnen sollten und rechnen können. Von daher, Sie haben es eben schon gesehen, ich hatte ja den Chart von TradeSignal Online kurz gezeigt, haben Sie schon gesehen, dass wir seit Mitte Januar eher dort steigende Kurse auch vorfinden. Und das spiegelt auch eigentlich das Bild wider, was wir hier sehen. Eben wie gesagt, die COT-Daten sind sehr bullig, das Sentiment war sehr negativ, wie gesagt, Anti-Indikator. Und von daher gehen wir davon aus, dass das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter anziehen wird. Aber das sind ja nur die Vorfilter. Die Vorfilter sind nie ein perfektes Mittel, um einen Einstieg zu wählen. Da nutzen wir immer noch mal die Charttechnik. Von daher, Stefan, würde ich dir jetzt sofort wieder das Wort übergeben, dass du noch mal sagst, wie es hier charttechnisch aussieht, ob wir jetzt schon direkt im Pfund uns engagieren sollen oder sollten wir vielleicht ein Limit setzen, ein Abstauberlimit oder ein Stop-Buy. Okay, gut. Normalerweise sollte man jetzt auch den langfristigen Chart vom Pfund im Verhältnis zum Dollar sehen. Jawohl, da ist er schon. Ich möchte hier nochmal ganz kurz auf zwei Fragen noch eingehen, die reingekommen sind. Und zwar einmal das Chance-Risiko-Verhältnis. Ich habe dazu auch bei unseren Produkten von unseren Kunden immer wieder Fragen dazu, zu dieser Kennzahl, weil wenn diese Kennzahl, wenn das die
dass die Chance jetzt nicht groß genug gewählt ist im Hinblick auf das Risiko und dass die Kennzahl dann etwas, ja, auf den ersten Blick schlechter aussieht, dann muss das noch kein schlechter Trade sein, denn diese Kennzahl sagt nichts aus über die Gewinnwahrscheinlichkeit, die wir dieser Bewegung beimessen, sondern die sagt nur was aus auf der einen Seite, welches Risiko habe ich und welche Chance habe ich auf der anderen Seite. Das sind mehr oder weniger zwei starre Punkte. Die Gewinnwahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass die Bewegung denn tatsächlich eintritt, darüber sagt diese Kennzahl gar nichts aus. Und deswegen, ich möchte es nochmal richtig stellen, weil da man tappt ja gerne in die Falle rein, dass man sagt, man verlässt sich nur auf das Chance-Risiko-Verhältnis bei der Auswahl des Trades und steht dann nachher hinten dran da und ja, war ganz toll und trotzdem hat der Trade irgendwie nicht so ganz funktioniert. Da sollte man dann beim Traden noch so ein bisschen drauf achten. Und dann, da kann der Markus gleich noch was dazu sagen wahrscheinlich, da kam noch eine Frage rein zu der WKN, wo man die Kennzahlen dann herbekommt. Markus, wenn du dann die Produkte zu der Pfundstrategie noch mal kurz vorstellst, kannst du da vielleicht noch mal kurz auf die Domain eingehen. Mache Okay, ich gerne im Nachgang. Dankeschön. machen wir da jetzt bei dem Pfund in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit schnell weiter. Also hier das langfristige Bild, ich habe es einfach mal eingeblendet, damit man sehen kann, wo wir herkommen oder wo wir in der Vergangenheit waren. Wir hatten hier ein markantes Tief im Jahr 1985. Da sind wir fast auf die Parität zurückgefallen. Momentan haben wir die markante Abwärtsbewegung. Allerdings hält der Kurs hier so bei rund 1,20. Und was interessant zu sehen ist, wir haben hier durch die steigenden Tiefpunkte im Indikator beziehungsweise durch die fallenden Tiefpunkte im Kurs selbst haben wir eine positive Divergenz drin, die darauf hindeutet, dass wir eben hier nach oben dann durchaus nochmal anziehen können. Okay, soweit jetzt erstmal das langfristige Bild, sodass man auch sehen kann, wo waren wir in der Vergangenheit, was jetzt gewisse Hochpunkte angeht für die Kursziele. Da komme ich aber gleich dann nochmal drauf zurück, wenn wir die Kursziele dann ansprechen. Für die Detailinfos gehen wir in den Tageschart rein. Und auch hier sieht man, ich habe es schon erwähnt, eine positive Divergenz. Wir haben hier steigende Tiefpunkte im Vergleich zu, ja, mehr oder weniger gleichbleibenden Tiefpunkten hier im Kursverlauf selbst. Wir haben einen ganz kurzfristigen Abwärtstrend, wo wir jetzt leicht drüber sind. Das würde ich allerdings alleine als Trading-Signal noch nicht werten. Viel, viel aussagekräftiger ist, wenn wir das letzte Zwischenhoch hier nach oben überwinden, denn dann ist per mathematischer Definition sozusagen auch ein Trendwechsel erfolgt. Diese, ja, mathematische Definition, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist eigentlich die Dow-Theorie, bis sich ein Trend definiert. Das heißt, durch fallende Hochpunkte bzw. durch steigende Tiefpunkte ergibt sich dann ein Trend und wenn die letzten Hochs oder Tiefs unter oder überschritten werden, ergibt sich dann entsprechend ein Trendwechsel. Das beispielsweise, wenn man es einfach mal hier anguckt, wir haben hier steigende Hochpunkte. Und sobald dieses letzte Hoch unterschritten wird, einfach jetzt ein spontanes Beispiel, dann ist ein Trendwechsel eingeläutet und tatsächlich ging es hier dann nach unten. Das kann man eben im umgedrehten Fall dann eben auch hier auf das aktuelle Geschehen anwenden. Das bedeutet, es soll einfach mehr Trenddynamik reinkommen, wenn wir da über die rund 1,28 nach oben ansteigen. Und das wäre auch schon das erste Kursziel. Kommen wir aber erst auf den Einstieg. Ich würde den Einstieg leicht unter dem aktuellen Niveau planen. Da gehen wir jetzt, ich mache die Linien dann nochmal weg dazu. Und zwar, man sieht hier sehr schön, wir hatten hier auf der einen Seite den Ausbruch nach oben und kommen hier momentan so etwas zurück. Und sollte diese Pullback-Reaktion, mit der dieser Ausbruch nochmal bestätigt wird, wirklich an die Trendlinie heranführen, dann hätten wir ein Niveau von rund 1,23, wo sich dann eben auch ein attraktives Einstiegsniveau ergibt. Abgesichert werden würde sich dann anbieten, knapp unter diesen letzten Zwischentiefs, die wir hier in den vergangenen Monaten hatten, sodass sich ein Stoppkurs bei rund 1,1890 anbietet, also wirklich unterhalb dieses
Zwischentiefs vom vergangenen Oktober. Und dann nach oben hin die Kursziele, ich habe es schon erwähnt, das erste bei etwa 1,28, hier das Zwischenhoch vom Dezember und dann im weiteren Verlauf haben wir so die 1,31 beziehungsweise dann so die nächsten Zwischenhochs, die sehr markant sind. Hier die 1,35 ist eine sehr markante Widerstandszone. Wenn es hier nach oben weitergehen sollte, dann kann ich mir vorstellen, dass es da erstmal eine kleine Konsolidierung gibt an dieser Region. Im weiteren Verlauf dann hier so etwa die 1,40 beziehungsweise wenn man es dann wirklich mittelfristig betrachtet, wäre so die Obergrenze so bei 1,50 ungefähr zu sehen. Okay, ich fasse es nochmal zusammen. Es waren jetzt viele Zahlen, bevor ich dann wieder heute letztmalig an den Markus übergebe. Einstieglimit bei rund 1,23, Ausstiegstoppkurs bei 1,1890 und dann die Ziele 1,28, 1,31, 1,35 und wenn wir da drüber gehen, dann möglicherweise die 1,40 bis 1,50, die dann im Laufe der kommenden Monate erreicht werden können. Okay, das war es heute von meiner Seite. Jetzt darf der Markus nochmal. Ja, Stefan, danke schön. Ich nehme jetzt gerade nochmal die Rechte. Kleine Sekunde, dass jeder meinen Bildschirm sehen kann. So, jetzt müsste das gleich erscheinen. Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass die Zeit schon vorangeschritten ist, halte ich mich eigentlich auch mal relativ kurz und knapp mit der Produkt, mit dem Produkt, mit den Produkten, die ich jetzt vorstelle. Und zwar, es wurde ja gesagt, dass ein Währungstrade genommen werden sollte, British Pfund versus US-Dollar Long. Das führt dazu, dass man davon ausgeht oder dass davon ausgegangen wird, dass das Pfund weiter aufwertet und man für einen britischen oder für das britische Pfund mehr US-Dollar bekommt. Das spielt eigentlich in die Kerbe auch rein, dass Trump sich aktuell eigentlich nicht wirklich ein paar Freunde oder nicht wirklich viele Freunde macht und viel Ungewissheit im Markt ist. Und deswegen gehen wir einfach jetzt auf dem Guidance Desktop die Strategie ein. So, wo ist die Maus? Die Maus ist hier. Wir sind immer noch auf WTI Öl, deswegen springen wir jetzt um und wählen den neuen Basiswert. Und zwar ist das Great Britain Pound versus US-Dollar. Dann haben wir ihn hier oben schon gleich, wählen ihn aus, geben die Strategie ein. Es gibt wieder die drei Felder, Einstieg, Kursziel, Stop-Loss. Da es sich um eine Long-Strategie handelt, geben wir jetzt 1,23, war der Einstiegswert, Kursziel, da wurde die 1,28 anvisiert und später die 1,31, 1,35 bis 1,50. Ich gebe jetzt aus Zeitgründen einmal die 1,35 ein und Stop-Loss war knapp unterhalb des Kurses oder relativ knapp unterhalb des aktuellen Kurses von 1,189. Jetzt kommen die Produkte hier unten rein. Wie gesagt, hier oben die WKNs oder die ganzen WKNs und das obere Produkt ist das Produkt, das der Strategie am nahesten kommt. So, jetzt gucken wir mal hier, dass wir das ein bisschen charttechnisch schöner einfangen können. Man sieht hier wieder relativ schön oben an dem grafischen Bild, hier oben in der im obersten Fenster, Stop-Loss, rot. Dann blau der Einstieg und grün die Ziellinie und da sehen wir wieder die Abstände. Und auch wenn wir hier unten wieder in das Produktuniversum gehen, Chance-Risiko-Verhältnis von 2,56, ein Gewinn von 250, wenn die Strategie aufgeht und bis 1,35 das Pfund aufwertet, ein Verlust von 97 Euro. Bei einer Positionsgröße, die nicht verändert wurde, von ungefähr 100 Euro. Beim eingesetzten oder möglich eingesetzten Kapital von 10.000 Euro hier 1% allokieren, würde dazu führen, dass eben dieses Chance-Risiko-Verhältnis rauskommt. Hier hinten wieder der Kaufbutton, ganz einfach wieder den Broker auswählen. Dann nehmen wir wieder den Profi-Broker von den Volks- und Raiffeisenbanken. Und das ist die Strategie im Schweinsgalopp quasi. Jetzt würde ich wieder an den Ingmar bzw. den Stefan abgeben,
damit ihr noch ein bisschen was zum DAX sagen könnt. Wir lassen heute die Strategie auf den DAX oder das passende Produkt ausfallen. Wobei eine Sache würde ich ganz kurz noch anmerken, wenn ihr mir die Zeit gebt. Und zwar, es kam eine Frage im Chat und da mache ich jetzt nochmal ein zweites Fenster auf, wie man Produkte bei uns auf der Webseite mit Daten füllen kann, im Prinzip so passende Wege in die Daten findet. Ich gebe einfach mal ganz kurz unsere E-Mail, unsere Website-Adresse ein. Für Markus, die, ja, Markus, bist du schon? Ich habe mir leider schon die rechte geholt. Okay. Kannst du nochmal umschalten, dann kannst du es nochmal zeigen. Ja, dann mache ich das nochmal ganz kurz. Kleine Sekunde, Entschuldigung. So, dann springe ich nochmal ganz schnell zurück. Jetzt müsste der Bildschirm gleich nochmal umspringen. Da ist er nochmal. Ich wollte einfach nur mal ganz kurz die Internetseite zeigen, wie man bei uns auf die Webseite kommt, bei der DZ Bank, um oben dann eine Begin einzugeben, dann die passenden Produktparameter zu bekommen. Wie gesagt, www.dzbank in einem Wort, minus, da findet ihr schon, dzbank-derivate.de. Und jetzt muss ich hier einen kleinen Disclaimer bestätigen, akzeptieren und wollte nur noch mal darauf hinweisen, hier oben in diesem Feld Produktsuche kann eine WKN eingegeben werden. Und wenn dann eine WKN eingegeben wird, Enter drücken und dann kommen Sie automatisch auf die Produktparameter. Das war's von meiner Seite. Ich gebe jetzt an dich ab, Stefan. Okay, gut. Dann mache ich zum Ende noch ganz kurz eine kleine Kurzeinschätzung zum DAX. Wir hatten ja die ursprüngliche DAX-Strategie bereits am 12. Dezember vorgestellt. Der Trade läuft ja seitdem. Nur so viel für denjenigen, der jetzt sich die Frage stellt, ist das noch interessant oder eben nicht. In letzter Zeit waren die Kurse ja unter einem sehr großen politischen Einfluss, Stichwort US-Präsidentschaftswahl, die angekündigten Steuersenkungen, die der neue Präsident Trump da durchführen möchte, die sollten die Konjunktur erstmal weiter stimulieren, die sollten die Unternehmensgewinne entsprechend weiter sprudeln lassen, sodass jetzt die Rallye dann auch mal unternehmensgetrieben sein dürfte, was zuletzt eher zinsgetrieben war. Kurzfristig ist der Ausblick da von fundamentaler Seite deswegen nicht so schlecht. Hier von charttechnischer Seite das langfristige Bild. Wir haben hier auch ein Kaufsignal auf Monatsbasis. Jetzt wird es interessant, wenn wir hier nach oben dann ausbrechen, dann sollte der Kurs nochmal weitere Dynamik entwickeln. Wie gesagt, die nächsten Monate sind da eigentlich erstmal, zumindest bis April, rein saisonal, jetzt interessant. Auch im Hinblick auf die Statistik, wir haben US-Nachwahljahr, was tendenziell ein positives Ergebnis mit sich bringt, in Kombination mit einem Wahljahr in Deutschland, ebenfalls von einer normalerweise positiven Tendenz begleitet. Auch da ist eben der Ausblick erstmal positiv. Deswegen trendfolgend bei der Long. Im mittelfristigen Chart sieht man hier, wir sind etwas weit gelaufen mittlerweile. Wir sind hier am oberen Rand dieses mittelfristigen Aufwärtstrendkanals. Kann daher sein, dass wir nochmal zu einer kleinen Konsolidierung übergehen. Kann allerdings auch sein, dass der DAX hier gleich nach oben ausbricht und wirklich zu einer Übertreibung dann reinläuft, sodass er dann irgendwann nach April dann eben eine etwas ausgeprägtere Konsolidierung haben. Auch von dieser Seite her momentan keine wirklichen Verkaufssignale. Ich mache das nochmal kurz weg, damit man da das nochmal besser sehen kann. Wir hatten hier zum Jahreswechsel ein kleines Verkaufssignal. Interessanterweise hat dieses Verkaufssignal allerdings nur zu einer Konsolidierung im DAX geführt und keinesfalls zu einer klaren Abwärtstendenz, was vielfach eben erwartet worden ist. Und jetzt haben wir eben im positiven Rollen erneutes Kaufsignal, sodass wir eben davon ausgehen, der Kurs geht hier weiter nach oben weg. Und jetzt gehen wir zu guter Letzt nochmal in das kurzfristige Bild mit rein. Hier sieht man nochmal den kurzfristigen Aufwärtstrendkanal. Wir sehen hier relativ enge Bollinger Bänder, die normalerweise auch auf eine klare Trendbewegung hindeuten. Wir hatten hier einen Ausbruch nach oben und dazu gehe ich jetzt, ich hoffe, es ist nicht alles zu schnell, aber wer wem es zu schnell ist, der kann das als Video dann danach sich gerne nochmal angucken.
Wir hatten hier den Ausbruch nach oben über das bisherige Jahreshoch von Anfang Januar und sind hier jetzt zuletzt wieder etwas rangelaufen, machen hier wahrscheinlich im Laufe der Woche diese Kurslücke zu, die wir eröffnet hatten in der vergangenen Woche. Und dann wären wir hier nach unten abgesichert, wenn der Kurs hier wirklich nicht marginal nach oder ja, klar nach signifikant nach unten abdreht, dann ist das Schließen der Kurslücke eine Kaufsgelegenheit, da wir dann davon ausgehen, dass der Kurs eben weiter nach unten weggeht. Wenn ich jetzt ein Trading-Setup vorstellen müsste für eine aktuelle Strategie, wie gesagt, wir haben ja bereits am 12. Dezember die schon vorgestellt, dann wird sich's anbieten, so bei etwa 11.600, 11.650, eben für den Fall, dass diese Kurslücke hier geschlossen wird, dann hier ein Limit, so bei 11.650 Stoppkurs, dann knapp unter den Tiefpunkten, was wir hier die letzten Wochen hatten, Stoppkurs so bei 11.350, würde sich dann auch anbieten für die ursprüngliche Strategie, die wir vorgestellt haben, den Stoppkurs eben dann auf die 11.350 anzuheben und nach oben hin die Kursziele. Wir haben dann so langsam historisches Neuland, 11.700, 11.900, die 12.000 und dann in den Tausender Bereichen, dann sind wir schon, dann muss man charttechnische Konstellationen nehmen, um da irgendwas zu projizieren, dann kommen wir da im mittelfristigen Bereich irgendwo auf die 14.000 bis 15.000. Mal schauen, ob es wirklich so weit geht, das sind die Ziele, die sich eben ermitteln lassen. Ich würde mich eher mal auf die kurzfristigen Ziele konzentrieren und dann mit einem Trailing Stop die Gewinne im Laufe der Trendbewegung weiter absichern. Gut, soweit ein ganz kurzer Überblick mit einer kleinen Trading-Strategie auf den DAX, einer aktuellen Trading-Strategie. Wir sind einigermaßen gut in der Zeit, deswegen würde ich jetzt heute nochmals an den Markus übergeben als Schlusswort. Ja, das war's von meiner Seite. Ja, danke Stefan. Wir haben, wie du es schon sagst, leicht überzogen und vielleicht können Sie in Anbetracht der Tatsache, dass wir ein bisschen knapp jetzt am Ende dran waren, die Trading-Strategie, die der Stefan erklärt hat, vielleicht einfach im Guidance Desktop nochmal nachbilden und sich selbst dran versuchen. Ich bringe jetzt nochmal den Bildschirm rüber, kleinen Moment, um den Abspann Ihnen gleich zu zeigen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für einen wirklich schönen Abend mit dem DZ-Bank-Webinar. Ich möchte auch ganz herzlich Dank sagen unseren beiden Referenten. Der dritte war ja leider heute krank, dem schicken wir Genesungswünsche. Ingmar Königshofen, Stefan Feuerstein, auch mein Kollege Christoph Kraus. Wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören und ja, sehen tun wir uns nicht, aber hören uns nächste Woche um 19 Uhr. Zur bekannten Zeit am 6.2. Montag 19 Uhr mit dem Thema aktuelle Einschätzung zur Konjunktur bzw. den verschiedenen Assetklassen 2017 mit meinem Kollegen DZ-Bank-Analyst Michael Wissinger. Ja, ich sage Tschüss und wünsche Ihnen einen schönen Abend und weiterhin ein glückliches Händchen beim Traden und ja, machen Sie es gut. Auch von uns noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ciao.